Zuletzt bei Lego Racers. Baron von Baron guckte ziemlich in die Röhre. Wir konnten ihn relativ schnell besiegen und mit ihm jetzt ein sehr, sehr cooles Kart freischalten, welches wir beim letzten regulären Boss gut gebrauchen können, denn nach dem heutigen Part kommt nur noch der Final Boss. Einen angenehmen guten Tag, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lego Racers mit dem letzten regulären Boss, bevor wir zum Endboss kommen. Jetzt muss ich gleich niesen. So, und bevor wir jetzt aber natürlich uns gegen den Dude ins Rennen stürzen, bauen wir uns natürlich erstmal den Boss vom letzten Mal zusammen, weil dafür kämpft man ja. Die will man ja haben, die einzelnen Bosse. Und zwar gegen Baron und wir bauen uns jetzt den Baron von Baron. Der hatte so eine Narbe im Gesicht. Moment. Lass mich mal kurz nachschauen, ob ich die wo finde. Da ist sie. Da ist der Kollege. Ich weiß aber nicht, was der für Klamotten anhatte. Doch, das könnte das hier gewesen sein. Tja, und welche Hose hatte der? Vielleicht eine ganz weiße? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, was seine Hose war. Die hier? Nee, das kann es auch nicht sein. Ich bin maximal überfragt. Ich hab echt keinen Schimmer, Freunde. Ich kann's euch beim besten Willen nicht sagen. Wir nehmen einfach die. Die passt. Vielleicht ist es auch die. Absolut keine Ahnung, weil die nicht so zum Oberteil passt. Juckt auch keine Sau. Wichtig ist jetzt aber, dass wir uns vor allem sein Auto holen. Das ist ja aber das Geile, das wir ja haben. So, und er hat diese zwei Varianten. Einmal einen sehr simplen Jeep und einmal einen mächtigeren Jeep. Wir nehmen natürlich den mächtigeren Jeep, Freunde. Was auch sonst. Er guckt ein bisschen böse. Das ist gut so. Das kann er ruhig machen, ne? So, und jetzt kämpfen wir gegen diese Dame hier. Keine Ahnung, wer das ist oder wo die herkommt. Aber sie hat den letzten Spiegel gehabt. Und zwar Gypsy Moth heißt die Dame. Und zwar im schwierigsten Cup im Spiegelmodus. Das kann herausfordernd werden. Wir haben den Vorteil, dass wir die Strecke ja theoretisch kennen. Bloß halt noch nicht in der gespiegelten Variante. Was geht hier ab? Was ist hier los? Sie lässt sich einfach eiskalt runterbeamen, ne? So, du glaubst also, dass du gegen einen alten Hasen wie mich gewinnen kannst? Das möchte ich sehen. Kennt man die irgendwie im Lego Racers-Universum oder so? Weil sie sagt, gegen einen alten Hasen wie mich, so als ob man die mal so von früher kennen sollte. Also Gypsy Moth sagt mir leider nicht. Ich stecke auch nicht so im Lego Racers Universum drin. Ich habe das Spiel einfach gern gezockt. So, und jetzt einfach mal so einen schönen Start hingelegt, aber direkt auf die Fresse bekommen. So, okay, also. Sie wurde vom Ding zurückgezogen, vom UFO, was eine Top-Sache ist. So, und mir ist aufgefallen, dass diese ganzen neuen Bosse, ne, egal ob es jetzt Johnny Ryder oder Bravo oder wie auch immer der hieß beim letzten Mal, und jetzt hier Baron von Baron ist. Oh, die nimmt die Abkürzung. Ich glaub's nicht. Die haben, deren Cards haben geisteskranke Drift-Stats. Das ist richtig, richtig gut. So, also, aber sie struggelt auch noch ein bisschen auf der Strecke, was uns zugute kommt. Die ist einfach eiskalt Fünfte, Freunde. Sie ist eiskalt Fünfte. Komm, dann hindern wir sie daran. Na, komm. Wir sammeln ihre weißen Steine hier wieder ein. Und dann sorgen wir dafür, dass die einfach zu gar nichts kommt. So, ne? Bam, so und nicht anders. Dann nehmen wir uns hier nochmal grün mit. Nee. Hat leider nicht so ganz geklappt. Aber ich habe noch kein Portal. Es ist einfach, sie ist Vorletzter. Ich bin Letzter. Was ist das für eine Aufteilung? Unfassbar. Holy shit. Aber das gibt mir halt auch noch Hoffnung, dass wir es auf den ersten Platz schaffen. So. Das Gute ist, dass ich jetzt vor ihr in die Abkürzung komme. Nein! Die Bots fahren da eiskalt durch. Ich glaub's nicht. Die Bots nutzen eiskalt die Abkürzung. Ich kann mir hier nicht mehr easy mein Portal zusammenbauen. Oh, das ist zum Heulen. Das ist nicht gut, Guys. Das ist nicht gut. Oh mein Gott, ich habe den Weißen und den Grünen bekommen. Ich habe gerade den absoluten Jackpot gezogen. Ein Weißen noch. Ja, yes. Wichtig, Freunde. Sehr, sehr, sehr wichtig. So, hier ein bisschen ins Ausgeraten. Oh mein Gott, sie ist einfach Vorletzter, glaube ich. Oh, Guys. Wenn das der Start in diesem Cup ist, das wäre insane. So, aber ja, die Bosse fahren tatsächlich hier lang. Der hat jetzt aber, okay. Ah, oh, shit, der wurde jetzt auch geheatet. Ärgerliche Momente. So, ich heate das einfach mal nach hinten. Ich zünde einfach mal das hier nicht in diese Falle rein. Das hätte mein Rennen beendet. So. Okay, ich glaube, Erster werde ich nicht mehr. Aber dann zünde ich jetzt hier einfach mal mein Turbo, dass ich mir auf jeden Fall den Platz hier sichern kann. So. Und sie wird
Auf jeden Fall. Doch, sie wird wirklich Fünfter. Sie wird Fünfte. Holy shit. Der Cup beginnt damit, dass sie Fünfter wird, oder? Warte mal. Doch, Gypsy Moth ist Vorletzter. Sie hat 2 Punkte. Ich habe 20. Das ist extrem gut. Das ist extrem stark. Erster Platz wäre natürlich für uns noch besser gewesen. Dann wäre der Cup quasi schon gelaufen. Nein, das natürlich nicht. Aber was ein amazing Start. Okay, so. Turbostart sehr wichtig. Shit, grün nicht bekommen, aber unten lang gedüst. Dass ich mir hier direkt mal beide Weißen mitnehme. Und ich habe das Gefühl, dass das Kart von Baron sehr breit ist. Also, ich sammle hier sehr häufig Items ein, obwohl ich mir denke, irgendwie habe ich den Stein jetzt noch nicht ganz berührt. Oh nein, jetzt hat sie grün bekommen und ich stecke im Klebenetz. Freunde, ich bin im Klebenetz. Das ist Klebenetz, Freunde, ihr wisst, es ist das, wenn quasi einen die Bots die ganze Zeit abfeuern und man die ganze Zeit auf die Fresse bekommt. Während der Erste, ja, sie jetzt komplett wegdüsen kann. Okay, sie wird Erster, ist jetzt schon klar. Jetzt ist es für uns wichtig, Freunde, dass wir den zweiten Platz hinbekommen. Wir müssen irgendwie den zweiten Platz behaupten. Boah, ist dieses Spiel unbalanced. Wenn man jetzt so drüber nachdenkt, sobald du einmal auf der 1 bist, bleibst du auf der 1. Die erste halbe Runde entscheidet den kompletten Verlauf des Rennens. Das ist eigentlich übelst wack, wenn man so drüber nachdenkt, aber nicht so schlimm. So, wir haben gesehen, dass in der Mitte eine Falle war. Da wollen wir natürlich nicht reindüsen. So. Kein guter Start, Freunde. Kein guter Start. Wir nehmen jetzt aber hier grün mit. Und dann düsen wir unten lang. Dann ziehen wir uns jetzt nämlich hier doppelweiß. Und zack, schon sind wir ein bisschen mehr im Business. Natürlich immer noch nicht optimal, ohne Frage. Aber wir sind ein bisschen mehr im Business. Jetzt nehme ich hier mit grün mit. Ich brauche nur noch einer weiß, theoretisch. Ich zünde jetzt aber. Ich zünde. Weil ich ansonsten, glaube ich, grün verloren hätte. Jetzt kriege ich sogar noch auf die Fresse von einem. Ich glaub's ja nicht. So, sie ist immer noch weiter vorne. Aber wir haben einen ganz angenehmen Abstand zu dem hinter uns. Also er ist nicht besonders groß, aber ich bin, glaube ich, nicht in der Reichweite von seinen Kanonenbällen beispielsweise. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht hier ganz gut durchdüse, ja, dann kann ich hier vielleicht ein bisschen weiß sammeln. Und vielleicht kann ich da nochmal ein Portal ziehen. Vielleicht kann ich nochmal auf der 1 angreifen. Aber wichtig ist vor allem, dass ich den zweiten Platz behaupten kann. Nein, das wollte ich nicht. Oh, no. Jetzt habe ich grün verloren, guys. Oh, nein. Oh, okay, jetzt bricht es gerade ein bisschen auseinander. Ich brauche nur noch einen grünen Stein. Komm schon. Ich war hier ganz außen lang, dass ich vielleicht nicht auf die Fresse bekomme. Danke. Es ist kein Grün mehr da. Uns werden alle grünen Steine gerade weggenommen. Oh, okay. Soll ich jetzt warten, bis ich nochmal grün bekomme? Ja, da ist nämlich nochmal grün. Okay. Zweiter Platz ist drin. Wenn es jetzt nicht zu ätzend wird, wo ich rausgelassen werde. Okay. So, hier bitte durchkommen, ohne anzustoßen. Ja. Und jetzt hier dann den Weg ohne Falle nehmen. Oben ist keine Falle, die sehe ich. Okay. Ja, zweiter Platz ist, denke ich, das Beste, was wir uns rausholen konnten. Direkt nach der ersten Runde war klar, die ist zu weit vorne, an die kommen wir nicht mehr ran. Das Spiel ist zu nett zu Spielern, die auf der 1 starten. So. Und damit ist der Gesamtstand 40 wir, 32 sie. Okay. Also quasi Gleichstand, ne? Weil es sind immer 10 Punkte Unterschied auf Platz 1 bis 3. Und wenn sie 10 Punkte mehr hat als wir, ist sie auf Platz 1. Okay. Eigentlich nicht so geil. Sie hat zwar im ersten Rennen voll verkackt, aber irgendwie profitieren wir nicht wirklich davon. So. Wichtig, Freunde, am Anfang nicht in den Vortex kommen. Da nicht ins Spinnennetz. Wenn wir das hinbekommen, sie klauten schon wieder die grünen Steine. Jetzt wollte ich hier lang um die. Okay, Freunde. Soeben fängt alles an, auseinanderzubrechen. Es ist genau dasselbe Phänomen wie letztes Mal. Wir kriegen keinen grünen Stein, wir können uns keinen Vorsprung aufbauen. Wir werden weggeheatet, wir kleben im Spinnen. Ja, wir kleben. Es ist vorbei. Auch hier können wir jetzt nur noch auf den zweiten Platz hoffen und dann hoffen, dass wir die erste Runde gewinnen. Aber das ist dann die Dingstrecke, das ist die Fledermausstrecke, die werde ich nicht gewinnen. Boah, shit. Alles andere ist gut. Schaut mal, wir sehen die grünen Steine immer am Horizont und dann sehen wir, dass wir sie nicht kriegen, weil sie uns weggenommen werden. Und sie ist ewig weit vorne schon wieder. Ich kapiere das Prinzip von Lego Races mittlerweile. Oh, ist das schmerzhaft. So, verzieh dich. Dann nehmen wir jetzt hier den roten Stein von ihm mit. Da wäre wieder ein grüner. Den nehme ich mir jetzt mal. Den weißen habe ich gekriegt.
Da wäre ein weißer gewesen. Shit. Und den kriege ich nicht. Da wäre nochmal ein grüner. Okay, warte mal. Den weißen brauche ich, Freunde. Ja, okay. Wichtig ist, dass wir irgendwie auf die 2 kommen. So. Da vorne ist der zweite. Also, erster Platz ist nicht drin. Wir müssen jetzt hier zweiter werden. Und dann hoffentlich im nächsten Rennen erster zu werden. Das ist die einzige Hoffnung, die wir noch haben. Diesen Cup hier zu gewinnen. Ey, aber wie cool wäre das? Ich meine, das ist der vorletzte Boss. Wie gesagt, denkt dran. Das ist jetzt nicht so, als ob das jetzt hier irgend so ein Lappenboss wäre, sondern wir sind hier schon sehr, sehr weit am Ende des Spiels. 7 Parts wird das Ding hier wahrscheinlich haben. So, oh nein, das hätte ich mitnehmen müssen. Das hätte ich mitnehmen müssen, Freunde. Das Grüne da. Mhm. Hinter mir schlagen die Kanonenkugeln ein. Ist hier irgendwo grün? Ist hier irgendwo grün? Nee, nicht wirklich, ne? Okay, gut überholt, gut überholt. Gut vorbeigekommen. Ich habe jetzt einen sehr weiten Blick nach vorne in der Hoffnung, irgendwo einen grünen Stein zu finden. Ich glaube, dass ein grüner Stein gerade direkt gespawnt, als wir vorbeigefahren sind. Ah, okay. Das war schon die letzte Runde. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Das können wir nicht mehr gewinnen. So, erstes Rennen, Freunde. Wir sind Erster geworden. Sie wäre eigentlich Fünfte geworden, aber weil der Abstand zu groß war, wird sie Dritter. 20 Punkte Vorsprung auf sie. Oh mein Gott, absolutes Foto-Finish. Aber ich bin Erster und sie wurde Zweiter. Damit haben wir jetzt, glaube ich, insgesamt 30 Punkte Vorsprung auf sie. Letzter im dritten Rennen. Damit bin ich raus. Wir fangen von vorne an. So. Erstes Rennen wieder Erster. Sie Dritter. Ja, schon mal gar nicht so bad. Also auf die Strecke kommt sie einfach nicht mehr ansatzweise klar. Okay, auch das zweite Rennen wieder auf der 1 abgeschlossen. Sie auf der 2, bedeutet wieder 30 Punkte Vorsprung. Ich darf jetzt einfach nur nicht komplett auseinanderbrechen. Aber die nächste Strecke ist so schwer. Vierter. Ich weiß jetzt auch, warum diese Strecke so schwer ist. Die Strecke läuft immer gleich ab, dass sie instant am Anfang nach vorne kommt, weil sie eine absolut perfekte Route fährt und dann ist man einfach im Spinnennetz auf Doom gefangen und kommt nicht mehr raus. Man fährt in eine Ölpfütze nach der anderen, man kriegt eine Bombe nach der anderen ab. Es ist so, also du bist instant im Spinnennetz auf dieser Strecke. Weil selbst wenn du einen Turbostart machst, sie macht den auch und man hat einfach komplett verkackt. Ich sag's euch, wie es ist. So, wow. Wow, 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 okay. Ich habe das hier bekommen, jetzt kriege ich aber gleich die Kanonenkugel von ihr ab, glaube ich. Okay, das war es, glaube ich, dann an der Stelle auch schon wieder. So, jetzt muss ich hier sehr aufpassen. Sehr aufpassen. Entschlossen fahren. Warum habe ich jetzt nicht genau mein Turbo einsetzen können? Ich muss halt vor ihr sein, ne? Ich muss halt gewinnen, ne? Das ist so unfassbar. Du kriegst einmal so ein Öl ab und jetzt schaut auf die... Na, ihr seht die Karte nicht so ganz. Aber sie wird jetzt so weit wieder nach vorne kommen. Innerhalb kürzester Zeit. Wegen diesem Scheiß-Effekt, das... Ja, das war's. Ich darf's wieder von vorne spielen. Ich spiel jetzt den Cup dann weg zum 5. Mal, 6. Mal, 7. Mal. Keine Ahnung, Mann. Das ist so fucking frustrierend. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich brauche nur einen weißen. Boah, ist die weit vorne. Ja. Okay. Aufgepasst, Freunde. Alles klar. Boah, wo bin ich denn da? Das ist... Diese Hitbox ist so insane in diesem Game. Du stößt einmal an und es sieht dich so 8 Jahre weit weg, obwohl du gar nicht wirklich angestoßen bist. Und das ist so. Aber alles gut, wir sehen sie noch.
Wir sehen sie noch und das gibt einem Hoffnung irgendwo. Das ist nur einfach nur nicht komplett zerstört, das war's. Boah, ich fahre auch erbärmliche Scheiße. Aber ich hasse diese Strecken. Das ist auch der Grund, warum ich gegen Basil the Bad Lord immer verkackt habe. Weil die Strecken einfach nur so ein Crap sind. Die sind so dunkel. Natürlich werde ich jetzt getroffen. Ja, das war's. Alter, mein Salt-Level steigt ins Unendliche. Ja, dann werde ich den Cup halt, denke ich, wieder spielen. Die zwei beschissensten Strecken, wo du innerhalb kürzester Zeit komplett auseinanderbrichst, kommen halt hier zum Schluss. So, keine Chance, da irgendwas zu tun. Ja, wir sind in der letzten Runde. Da werden wir nichts mehr reißen können. Das war's, Guys. Das war's. Wir können von vorne anfangen. Okay, Freunde. Ich hab... What? 27 Punkte Vorsprung? Lol. Ich muss Dritter werden. Oder? Nee. Warte mal. Reicht mir sogar ein vierter Platz? Ja, mir reicht sogar ein vierter Platz. Lol, wie habe ich das denn gemacht? Ich dachte irgendwie, ich hätte jetzt so 10 oder 20 Punkte Vorsprung. Okay, Freunde. Ein vierter Platz. Komm. Das muss doch drin sein. Selbst auf dieser Strecke muss ein vierter Platz doch machbar sein, oder? Jo, okay. Irgendjemand hat mich gerade angeschoben durch den Endtag, den er auf jemand anderen geworfen hat. Komm schon. Boah, trotzdem, wir wissen es, Freunde, diese Strecke ist zu allem bereit. Auf dieser Strecke kann alles passieren. Und die Frau da vorne nimmt mich wieder alle weißen Steine weg, was einfach nur der Horror ist. Und du machst jetzt erstmal einen Abflug. Wie gesagt, aber ich werde jetzt gar nicht so sehr auf den ersten Platz geiern, ne? Das ist unfassbar, wenn du Erster bist, wie viel gute Steine du bekommst. Einmal Erster, immer Erster, so funktioniert das Spiel. So, aber wir kriegen das schon hin, Freunde. Vierter Platz, aber ihr seht das auf der Karte. Okay, also wenn ihr es dann teilweise wieder seht. Hier sind alle auf einem Haufen. Also Platz 2 bis 6 ist quasi auf einem Platz. Aber komm schon. Oh Gott. Vierter. Komm, mit ein bisschen Motivation, mit ein bisschen guten Willen. Muss das doch machbar sein. Ja, muss das doch möglich sein. So, Schild immer zünden, weil man wird hier im Vortex einfach immer gerne von allen befeuert und dann verlierst du eine Platzierung nach der anderen. So, aufpassen. So. Nirgendwo anstoßen. Ganz entspannt düsen. Gar nicht auf grüne Steine gehen. Es ist schön, wenn man welche bekommt. Genau, aber ist auf jeden Fall gar keine Pflicht, einen grünen Stein zu kriegen. So, okay, Freunde. Verdammt. Konnte ich den grünen Stein nicht behalten. Wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich ihn direkt gezündet hätte. So, ich versuche jetzt vor den zu kommen, um den das Fass reinzudrücken. Zack. Nein, ich habe ihm das Fass gedrückt. Er hat mir eine Kanonenkugel gedrückt. So, da ist grün. Nehme ich mit. 2, 3. Erster Platz ist es nicht. Aber nein, jetzt bin ich ins Ding gefahren. Jetzt bin ich hier in diese Falle gefahren. Damit ist die, also das ist nur optisch, was da passiert. Und meine Steuerung ist spiegelverkehrt. Das ist eine üble Sache. Aber wir sind da einigermaßen unbeschadet durchgekommen. Trotzdem Platz 3 ziemlich knapp hinter uns. Ja, da habe ich mich auf die Fresse bekommen. Das war nicht das Kanonenschiff da oben. Das war der dritte Platz. Aber alles gut, Freunde. Wir sind schon in der dritten Runde. Wir sind Zweiter. Das dürfte das gewesen sein. Boah, die ersten zwei Rennen sind quasi geschenkt. Und die hinteren zwei sind das Schwerste, was wir bisher hatten. Aber wir kommen auf insgesamt 90 Punkte. Sie kommt auf 73 und wir haben gewonnen. Alter, die Aufnahme dauert einfach stabile 50 Minuten. Na, nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Okay. Damit hätten wir jeden regulären Boss besiegt. Und es folgt noch ein Part, Freunde. Ein einziger Part. Eine ultimative Prüfung, die ich noch nie in meinem Leben geschafft habe. Ich glaube, einmal habe ich es bis dahin geschafft. Das war an einem Tag, wo ich einfach mal gesagt habe, okay, ich zocke jetzt so lange ich kann. Weil mein Problem war, als Kind konnte ich auf meinem N64 nie speichern. Wir haben Gypsy Moths Auto Bowser freigeschaltet. So. Und jetzt, Freunde, werden wir beim nächsten Mal gegen den, ich weiß nicht, wie er heißt, da steht RR drauf. Keine Ahnung. Rollo Racer. Whatever. Wir werden gegen ihn kämpfen und dann schauen wir mal, was hier abgeht. Nächstes Mal kommt das Finale von LEGO Racers. Danke fürs dabei sein. Ganz großes Danke an Sir and Komora, Lord Ryoma und Shorty, welche diesen Kanal hier unfassbar unterstützen. Danke euch, Mann.